jetzt den zweiten Part zu Bau den Millennium Falcon. Ich habe die zweite Ausgabe erhalten. Und auch diese Bauteile. Und möchte natürlich wieder mit euch auspacken, zusammenbauen, was geht, lackieren, was geht. Und wir gucken uns natürlich auch diese Zeitschrift an. Des Weiteren habe ich hier so einen Ordner erhalten, wo man dann hier diese Zeitschriften bzw. diese, ich sag's mit Zeitschriften, einheften kann. So, wir gucken uns erstmal das Heftchen an und dann schauen wir mal, was wir so alles bauen können. Bis dahin. So, liebe Leute, also hier seht ihr nochmal diesen Ordner, der da mit dabei war. Und hier kommen wir jetzt zur Zeitschrift und diese Bauteile. Ich tue sie nochmal schön langsam, damit ihr sie seht, was da alles dabei ist, zeigen. Aber die werden wir sowieso dann im Detail nochmal anschauen. So, das tun wir erstmal weg. Und jetzt kommen wir mal zu der Zeitschrift. Also, Star Wars Bau den Millennium Falcon, die zweite Ausgabe. Und ja, müssen wir mal aufblättern. Das ultimative Schmugglerschiff. So, da geht es wieder um diesen Millennium Falcon. Rum mit Überlichtgeschwindigkeit, dann der Chewbacca und so weiter und so fort. Dann hier die Flucht von Hoff. Ja, umblättern. Dann haben wir hier im Cockpit des Falcon einige Textpassagen. Hier sieht man noch mal das Cockpit im Detail. Na, ich stehe mal ein bisschen näher. Ich hoffe, man kann das schön erkennen. Und dann hier das Vorbild der B-29 oder des B-29 Bombers. Das war ja das Vorbild von diesem Cockpit. Jo, und da geht's weiter. Die Rebellen auf Hoff. So, da ist da dieser Planet hier, wird erklärt, was da alles um den fliegt und was da drauf alles passiert. Ja. Auch ein paar Hintergrundinformationen, die man so vielleicht noch nicht wusste, der ein oder andere, das sage ich jetzt mal. Gut. So. Und dann geht es schon mit der Bauphase 2, geht es schon weiter. Sieht man hier nochmal den fertigen Falcon und halt diese Teile. So, dann wir mal rum. Und wir können schon anfangen, den Rumpf zusammenbauen. Zusammenbau des Rumpfrahmens. Da sieht man hier diese Teile, die man jetzt schon zusammenschrauben kann. Hier nochmal einen größeren. Da waren ja in der Ausgabe 1 auch mehrere dabei. Deswegen tun wir die dann schön zusammenschrauben. So. Genau. Ist auch schön, dass der Schraubenzieher endlich mit dabei ist. Das hätte ich nämlich schon in Ausgabe 1 gebraucht. So, dann klappen wir um. Haben wir hier nochmal den Metallrahmen des Falcon. Und dann den Zusammenbau des Holo-Spielbretts. Also da ist also ein Aufkleber dabei, da kommt dann auch dieses Metallteil. Schauen wir mal. Zusammenbau der Instrumententafel, das ist auch wieder ein Aufkleber. Und dann haben wir hier oben Zusammenbau der Vierlings-Laserkanone, das hat man ja schon das letzte Mal. Und so soll sie mal aussehen. Also ich habe sie jetzt grundiert. Erstmal und dann werde ich in den späteren Verlauf sehen, wie ich da mit den Farben also irgendwie rumexperimentiere. Ich muss es auch erstmal ein bisschen probieren. Ja, gut. Und das war's auch schon wieder. Hier sieht man nochmal, was in dieser Ausgabe alles drin war. Und hier sieht man die nächste Ausgabe. So, okay. Wir machen jetzt mal
dieses Teil auf und dann schauen wir mal. Bis dann. So, liebe Leute, jetzt machen wir das Teil mal auf. Schauen wir mal, wie man das hier... So, liebe Leute, also ich habe einen kleinen Fehler entdeckt, wahrscheinlich von De Agostini, wovon sonst. Und zwar ist das hier, hat man ja diese kleine Kuppel. Ja. Und wenn ich jetzt hier in dieses Heft schaue und mir das näher betrachte, seht das dazu, ist diese Kuppel leicht verdreht. Also nicht so, sondern so müsste das sein. Ne? So. Ich habe jetzt hier dieses Teil hier hinten entfernt, mit dem Kartenmesser leicht reingefahren, damit ich das entfernen konnte. Und jetzt habe ich hier so einen Schnipsel, den muss ich natürlich wegschleifen. Und dann muss ich das wieder neu raufkleben, so dass das auch perfekt dann halt, wo ist der Schnipsel? Ist ungefähr, man sieht, 1 Zentimeter versetzt, dass das so aussieht. Also wie gesagt, ne? Nochmal, nicht so muss es aussehen, Moment, so ist es original, also wie es geliefert wird, und so müsste es sein. Ne? Aber wie gesagt, da muss ich ein bisschen nacharbeiten, und man sieht hier, hat man hier auch ein paar Klebereste, die muss ich ein bisschen wegschleifen. Und halt, wie gesagt, das Knubbel muss auch weg, sonst passt die nicht in die Form rein. Ne? Das werde ich jetzt als erstes gleich mal machen. Und ja. Ne? Also, wie gesagt, im Heft sieht man es nochmal. Ich will mich da auch nochmal ein bisschen im Internet belesen. Also das ist richtig so hier. Gut. So, also ich habe das hier drin ein bisschen rausgefeilt beziehungsweise geschliffen. Und da sieht es so aus. Und hier, dieses Teil, habe ich jetzt auch schön geschliffen, damit es dann hier reinpasst. Also quasi so. So hier. So. Wie gesagt. Das leime ich jetzt gleich mal fest. Und zwar nehme ich da diesen Contacta Professionell. Da hat hier eine kleine Spitze. Oh ne. Habe ich natürlich jetzt rausgezogen. So. So. Ich mal schön in die Ecken. Ringsrum Kleber machen. Ja. Dann
Doppel einpassen. Ein bisschen verschieben. So, dass das hier unten ungefähr gleich ist, wenn man das so sieht. Ein bisschen rum. Genau. Wenn man will, kann man auch hier unten noch ein bisschen Kleber machen. So. Jo. Gut, liebe Leute. Das wird nicht sehr, das wird sowieso dann noch ein bisschen übersprüht und über lackiert. Das ist alles noch roh. Also wenn da euch immer ein Tropfen hier daneben geht, das ist nicht so wild. Wie gesagt, das ist alles noch so ein bisschen roh. Im Rohbau. Ja, des Weiteren werde ich das wieder grundieren. Das werde ich innen drin abkleben. Das könnte ich eigentlich gleich mal machen. So, nun kommen wir mal zu dem Holodich. So, ich mal die Zeitung aufschlagen. Also zu diesem Teil hier. Da hat hier schon ein paar lackierte Punkte. Und da soll ja jetzt dieser Aufkleber hier drauf. Also ungefähr. So, ich lese es jetzt mal vor. Nimmt den Holo-Spieldich, Bauteil 4, aus Spritzgussmetall und das zugehörige bedruckte runde Spielbrett. Jo. Das Spielbrett ist selbstklebend. Entferne vorsichtig das Abdeckpapier, ohne dabei die klebende Oberfläche zu berühren. Gut. Du richtest das Brett mittig auf dem Tisch aus und bringst die äußeren schwarzen Felder mit den Rändern der Aussparung in Übereinstimmung. Dann streichst du das Brett in der korrekten Position glatt. Okay. Also, wir haben hier zwei solche Dinger. Und das wäre dann so hier. So hier müsste das dann. Genau. Was soll ich jetzt mal tun? So, na gehen wir runter. Der Aufkleber möchte nicht herunter. Na komm. Jetzt. Schön. So, ja. Schmiede ich noch. Genau. Okay. So schaut es dann aus. Da haben wir schon unser Holospiel. So. Weiter geht's. Da kommen wir mal zu diesem Teil hier. Das ist die Instrumententafel, das ist ja auch noch so ein Aufkleber. Da müsste dann so hier drauf. So. Das werden wir jetzt auch gleich mal tun. Hier sind nämlich auch einige Löcher. Wenn man das jetzt sieht. Ja. Und ich stöße mal ganz. Na komm. So. Wenn man sieht, hier hinten kann man durchschauen. Und hier sind auch einige Löcher. Und die müssten halt dann schon irgendwie passen. So. Ich werde das mal kurz hinter der Kamera machen, weil ich das sehen muss. So. Moment, das Teil. Start mal im Moment.
Gut. Also so sieht es dann aus. Ja. Wenn man es richtig gemacht hat, kann man hinten immer noch diese Löcher sehen. So. Was ich jetzt nicht so toll finde, sind die weißen Ränder hier. Ne? Seht ihr ja. So, die sind rund um diesen Aufkleber. Ich werde jetzt mir mal einen Pinsel schnappen und die mit ein bisschen Grau hier noch bemalen. So, Moment. So, liebe Leute, also. Ich nehme hier dieses Flat Black dazu. Mit der Nummer XF-1. Aufmachen. Und da brauchen wir auch nicht viel. Also wie gesagt, da kann man vom Deckel nehmen. Und hier so einen Pinsel. Da tut man einfach ein bisschen hier als Papier mal testen. Wie gesagt, man braucht ja wirklich nicht viel. Und dann tut man das ganz langsam hier drüber fahren. So. Ein bisschen mehr brauchen wir schon. Damit es ein bisschen schwarz wird. So, seht ihr das? So. Da sind nämlich schon die weißen Ränder verschwunden. Den einen stürzt, den anderen nicht. Also mich stürzt halt ein bisschen, ich mache das halt dann noch. So, ich werde das jetzt mal schnell noch zu Ende machen. Und jetzt zeige ich euch mal das Ergebnis. So, liebe Leute, und schon ist es fertig. Ja. Ringsum schön schwarz. Und man hat halt diesen hässlichen weißen Rand weg. Also wie gesagt, Leute, das ist alles hier, was ich hier mache, das ist alles kein Muss. Ne? Das ist halt nur, wie ich es halt machen würde. Ne? Also nicht, dass sich da einer angegriffen fühlt, nee, das will ich nicht, oder nee, ich lasse es lieber so. Es ist absolut kein Muss. Ne? Da könnt ihr es auch so Stino lassen, wie ihr das so geliefert bekommt. Ich mache es halt so. So. Gut, da haben wir das. Als nächstes, wir blättern mal schnell um. Genau. Jetzt kommen wir mal zu diesen Teilen hier, diesen Rumpfteilen. Da haben wir ja diese zwei in diesem Heft gehabt. Ich muss nur mal ganz kurz, wo haben wir die anderen zwei? Da muss ich ja hier in so eine Schachtel rein. So. Okay. Das muss ich aber selber mal gucken. Also hier sind die Schrauben noch dazu, die man gleich mal aufreißen. Die werden wir bestimmt brauchen. So. Upa. Aufpassen, dass keiner runterfällt. Ich weiß nicht, ob da mehr als man braucht drin sind, und dann diese Verbinder. So. Gut, jetzt schauen wir mal hier in unser kluges Heft. So, also dieses Teil bräuchten wir zuerst. Du nimmst die beide 6 und 7 Rumpfrahmen TF3 und TF4. Das ist TF4, das sieht man ja auch, das ist nochmal eingestanzt. So wie sämtliche Schrauben in Verbindung stehen. Zudem benötigst du, genau, die anderen Teile. Fixiere ein Zweilochverbindungsstück mit einer Schraube am Rahmenteil TF1, wie im Diagramm gezeigt. Okay. Also so ein Teil. Jetzt bräuchten wir nur noch TF1, das ist das hier.
Und so, das ist die Nase. Aha, das soll hier so rein. Also wenn man das Stück so hat, kommt das erste hier so rein. So, wo haben wir den Mensch? Geilen Schraubenzieher. Ist er magnetisch wenigstens? Ja. So. Also die Schrauben dürften alle gleich sein. Und wir tun jetzt das Verbindungsstück hier rein. Drehen. Gut. Es ist soweit korrekt. Verschraube das Verbindungsstück mit dem Rahmen. Achte darauf, dass die Schraube richtig sitzt. Sie sollte sich ohne Widerstand eindrehen lassen. Noch nicht festziehen. Noch nicht festziehen, Leute. So, jetzt brauchen wir nämlich, befestige ein Vierlochverbindungsstück, also so ein Teil. Hier unten. Ist das korrekt? Jo. Also. Schraube aufsetzen. Vierloch-Verbindungsstück aufsetzen. Und rein mit der Schraube. Oder auch nicht. So, nochmal. Das ist halt, wenn man Kamera davor hat, ist es halt ein bisschen schwierig. Ich mach das jetzt einfach mal hier durch. So. Und dann hier. Genau. Will mir nicht gelingen, entweder zitter ich so stark, zu viel Kaffee getrunken. Jetzt habe ich sie. So, wie gesagt, immer ohne Widerstand. Dann sieht das nämlich so aus. Gut. Verbinde Rahmenteil TF2 mit Rahmenteil TF1, wie gezeigt. Also, jetzt müssen wir mal gucken hier. Das ist hier TF2. Steht auch hier unten drin. Wie gezeigt, also so hier, schätzungsweise. Yes. Gut. Schraube ansetzen. Das Teil ran. Ach du Scheiße, ich zitter wie ein Schwein. Jetzt. So. Genau. Und das, die untere natürlich auch. Schraube. So. Du drehst eine Zellschraube in das Vierlochverbindungsstück und verbindest die Rahmenteile. Du kannst alle vier Schrauben festziehen. Okay, das machen wir jetzt. Ja, wie gesagt, hier die zweite und hier halt auch noch eine. Gut. Schön festziehen. Gut. Okay. Dann verschraube ein weiteres Vierloch-Verbindungsstück mit Rahmenteil TF2 an die Position C. Die Schraube noch nicht fest anziehen. Okay, also hier. Ein Schräubchen. Dann diese Platte. Und hier unten festgeschraubt. Na komm, Baby. Werde ich nicht. So.
Nun verschreibst du ein weiteres Zweilochverbindungsstück mit Rahmenteil TF2 an Position D. Auch diese Schraube noch nicht festziehen. Also eine weitere Schraube. So. Dann ein Zweier. Und dann hier oben. Gut. So. Wie gesagt, nicht festziehen, das kann man noch ein bisschen hin und her ruckeln. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Du schiebst das Rahmenteil TF3 so unter die beiden Verbindungsstücke, dass die Löcher übereinander liegen. Gut, TF3 ist dieses hier. Dieser zweite Bogen steht hier. Und ich sollte jetzt so weit drunter schieben, dass die Löcher übereinander. Also, ja. So. Dreh zwei Schrauben in die Verbindungsstücke, anschließend alle vier Schrauben festziehen. Okay, also Schraube. Das ist ja aufregend. Das macht man ja auch nicht alle Tage, so ein Millennium-Falken zusammen basteln. Oder was meint ihr? So, und noch eine. Upa, komm her. Gut. So, alle vier Schrauben festziehen. Nicht vergessen. Gut. Das haben wir. Genau. Verschraube ein Vierloch-Verbindestück mit dem Rahmenteil TF3 in Position E. Hat er hier oben drauf oder was? Ne, das ist das hier. Also, wenn ich das so drehe, ist es das hier. Gut, ein Vierer. Okay. Bleibst du dran? So. Also hierher. Ich zeige es nochmal hier unten hin. Muss ich mal schneller machen. Habe ich auch noch die Kamera geschüttelt. Genau. Zweilochverbindung steht im Fall F, ziehe die Schraube nicht fest. Genau, also. Hoppala, bleibt ihr da. Noch eine Schraube. Und zwar für hier oben. Nicht festziehen, nur anpischen. So, nun müssen wir diese Verbindung schaffen, genau. Ein kleines bisschen muss ich noch. Was jetzt hält es nicht. So. Gut. Schraube. So. So halten. Die gehen aber, wenn ihr das merkt ihr schon, die gehen einwandfrei rein. Sehr leicht. Und so muss es auch sein. So oben.
Festziehen alle vier, nicht vergessen. Okay. Und schon haben wir einen Teil von unserem Millennium-Falken. Zwei Schrauben sind über. Ich dusche mich auch mal mit in die Kiste. Hier, so. Genau, und jetzt haben wir ja von der ersten Ausgabe dieses Teil hier noch, was ich übrigens hier in Silber noch gesprüht habe. Ich zeig das mal. Ich habe da hier einfach so ein im Obi-Hosch das gekauft. Das ist einfach Premium Lackspray in Silber. Und da habe ich das gesprüht, weil ich finde, das innen kommt ja dann noch die Licht-LEDs und so weiter, und dass das ein bisschen reflektiert, sage ich mal, habe ich das dann in Silber gemacht. Ich finde es cool. Aber kann ja jeder machen, was er will. So. Und dieses Teil kommt dann nämlich hier so drauf. So hier. Halt. Nein, nicht so. Was erzähle ich denn? Doch so. So hier. So. Und so sieht es dann aus. Cool. Da sind wir ja bald in der nächsten Ausgabe schon fertig. Gut. Ja, und das war's dann auch schon für diese Ausgabe, sage ich mal. Wie gesagt, wir haben hier dieses Holo-Teil, das haben wir, und das, was ich dann noch zum, wo ich innen nochmal abkleben, ich müsste das nochmal neu machen, weil ich hier dieses Teil nicht gehalten habe, das muss ich nochmal nachkleben. Aber das werde ich schon abkleben und wieder grundieren, und zwar mit diesen Primer hier, das ist so ein, habe ich glaube ich schon im ersten Dings gezeigt, das ist ein grauer Primer, und das geht eigentlich ganz ordentlich. So, wie gesagt, ich klebe das dann noch ein bisschen ab und tue es noch grundieren. Ja, also wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, ich hoffe es hat euch gefallen. Ein Abo wäre nicht schlecht, ich habe ja gesehen, ich habe schon über 100 Abos. Und da bin ich so stolz auf euch, vor allen Dingen. Und wie gesagt, ich gebe mein Bestes, und ich bin auch für alles offen, wenn ihr mir irgendwas fragen wollt oder wenn ihr irgendwas besser wisst oder wie man es besser machen könnte, einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde mich sobald es geht melden. Und ja, das soll es, wie gesagt, von dieser Ausgabe gewesen sein. Ich zeige sie nochmal. Die Nummer 2. Und dann bis zur nächsten Ausgabe. Liebe Leute, macht's gut, euer Dalanador. Haut rein. Ciao.